Ja, wir waren am Wochenende waren wir weg gewesen mit der Familie. Und mal Freunden, waren wir so eine Gruppe von 8 Leuten. Hatten uns dann in so ein Hotel gemietet. Also ein paar Zimmer halt, nicht das ganze Ding. Und war richtig geil. Also hab auf Instagram euch mal Fotos gemacht. Von dem Hotel, das war richtig noch. Das war mal ein ehemaliges DDR-Ferienlager. Und so sah es auch immer noch aus. Also ich weiß nicht, ob das später dann irgendwie für irgendwelche Bonzen noch war oder so. Das war ja, da müsste nur ein Exit. Und da haben dann alle gewartet, genau, Olli, das war das. John, grüß dich, herzlich willkommen. Ja, da war aber am Freitagabend sind wir hingefahren, deswegen war am Freitag auch kein Stream. Ich sage noch zu Klaus, ja, bis morgen. Also wir haben ja am Donnerstag nochmal ein paar Runden gedreht mit Klaus. Ich sage dann bis morgen und ja, dann sage ich so zu meiner Frau, wann wollen wir dann morgen losfahren? Am Freitag, sage ich so. Und meinst du, wieso morgen? Heute? Wieso heute? Ja, weil wir von Freitag bis Sonntag dort sind. Oh, ich dachte, scheiße. Naja, auf der anderen Seite hatte ich eh keinen Bock mehr auf das blöde Event. Schon alles senkrecht, alter Haudegen. Oh ja, und dann sind wir gestern wieder gekommen, dann habe ich auch Diablo gezockt jetzt. Bin irgendwie wieder im Diablo 4 Fieber und muss mir erstmal hier wieder an Tarkov gewöhnen. Ich habe gerade erst angefangen, mein Bester, gerade erst angefangen. Aber Olli, du hattest recht mit dem. Das ist auch. Ja, es ist zu gefährlich, glaube ich. Ich hatte ja dann auch Schiss, dass mich. Wenn ich nochmal auf die Fußraste, mit der Fußraste unten auftatsche, dass es mich irgendwann mal aushebelt oder sowas. Deswegen, naja, jetzt sowieso ist ja sowieso erstmal Winterpause. Und nächstes Jahr will ich mal gucken, ob ich ein Kurventraining machen kann. Ich weiß nicht, jetzt schon runter zum. Wie heißt das? Bootsanlegesteg. Dann kann ich mal wieder zum Sport. Theoretisch ja. Praktisch muss ich eigentlich. Ich wollte ja eigentlich schon. Aber mein Sohn hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ist einer. Ich will ein Training machen, ja. Ja, denke ich auch. Und vor allen Dingen, du hast mal jemanden. Oh, jetzt hängt mir hier mein Gesöff im Bart. Du hast jemanden, der mal drauf schaut, weißt du? Körperhaltung und so weiter. Und du kannst, glaube ich, auch erstmal üben mit so einem Motorrad, was dann so Stützräder hat. Hört sich richtig bescheuert an, ist aber gar nicht so schlecht.
Jetzt ist der hier rumgelatscht. Oh, der ist recht genüsslich gelaufen. Ich weiß gar nicht, läuft Skeffs bis hier vor? Weil da kam angelatscht. Hat sein Magazin gewechselt. Und ist wieder genüsslich weggelatscht. BMW bietet sowas an, ja, ADAC auch. Ich werde dann sowieso auch, muss ich noch im ADAC irgendwie beitreten, weil in Italien, wo ich da aufs Maul geflogen bin, da ging mir schon der Arsch ein bisschen auf Grundeis, weil wenn die Karte ich ja schon wieder vor Kackeiern. Das war doch stellen sogar das Moped. Hm. Ich habe doch da unten eine Wasserlatschen gehört. Nein, nein. Ha, mein 60er. Mein 60er liegt irgendwo. Der sich selbst ersoffen. Ich, ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber es geht ja gar nicht. Da ist ja. Die Charaktere sind alle wasserscheu. Verstehe ich nicht. Das war der Meister.
Oh, Action. Und ich soll dahinter 100 zu dem Steg. Vergiss es, Junge. Da habe ich noch nicht mal eine Mütze hingelegt. Da liege ich schon tot in der Ecke. Scheiße, mein 60er. Wo habe ich denn das gewechselt? Das finde ich doch nicht mehr. Mann, da waren bloß ein paar Schuss raus. Ah. Nee. Habe ich das hier im Gebüsch gewechselt? Weiß es noch jemand? Oder auf dem Weg ins Gebüsch? Warum wo ich... Was, das war sogar ein Spieler? Hey, ich habe echt gedacht, das ist ein Scav oder sowas. Saliva. Ey, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt dahin zu latschen. Amtu, grüß dich. Warum spielst du das Turnier nicht mit? Weil sich der Matze nicht beworben hat. Weil der Matze glaubt, dass er zu schlecht ist. Ich glaube, weiter oben, als du den ersten erschossen hattest. Okay. Das finde ich nie mehr. Oh, ich bin schon mal seekrank, Junge. War einer. Oh, ey. Oh. Ich brauche wieder 3 Runden, bis ich mich dran gewöhne. Hättest du mal nicht so einen Lärm gemacht.
Echo. Echo Fresh. Oh, BT-Munition. PS kann man mal mitnehmen. Zum Sicherheit. Meinst du, man kann jetzt schon runtergehen? Was sagt die Uhr? 23. Wie er die Bambis abzieht, ich fühle mich diskriminiert. Na, der eine war ja jetzt 25, so ist wohl nicht viel schlechter als ich. Ich glaube, ich bin erst 32, also da kann man schon mal einen 25er abziehen. Obwohl der ja noch nicht so viel Zeugs hatte. Lost Place. Ich denke, du bist 52. Im Real Life Level 52. Hier bin ich. Lacht er, weil er mich entdeckt hat und mir gleich einen Headshot gibt. So, was eigentlich hier mit Meister Klaus? Hat heute, nee, gestern in der Gruppe gequiekt, ob jemand Bock hat zu zocken. Ich sage, naja, ich bin nicht da, aber heute. Und ich glaube, er hat gestern mit dem Beutel gespielt, ein paar Runden. Der Beutel hat wohl einen neuen PC und war wohl begeistert, wie flüssig Tarkov lief. Aber wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Der Beutel ist immer so ein Spezialist für gleich sich vom Scaff erschießen lassen. Na bitte. Und die haben dann immer, glaube ich, eine Map pro Tag oder was. Also, weil bei Outsider habe ich vorhin gesehen, da stand irgendwas von Interchange. Ich habe da nicht reingeguckt, weil ich ja selber jetzt hier streamen wollte. Bären erschossen.